Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ein neues Update. Ihr seht mich gerade so ein bisschen. Ja, und was seht ihr noch? Da ist irgendwie ein neues Becken da. Ich habe hier umgebaut, wie ihr seht. Und wenn es euch interessiert, wo die anderen Fische sind, dann schaut einfach die anderen Videos. Hier ist gerade dunkel, wie ihr seht, scheint bei uns hier die Sonne so ein bisschen rein und deswegen mache ich mittags jetzt immer Pause von dem Licht und die Pumpen sind dann auch aus. Das ist bei Lufthebefiltern jetzt nicht so gravierend, weil die mechanisch sind. Und ich habe aber auch bisher noch sonst keine Probleme gehabt in den anderen Becken. Genau, darum soll es gar nicht gehen. Das ist der Halfmoon-Plakatwurf blau-rot, Weibchen rot, Männchen blau. Und schaut mal. Hier ist ein bisschen Dreck drin. Ich habe das zwar neu gemacht, aber als ich die aus dem alten Becken gefischt habe. Ihr seht es ja, ist ein bisschen was reingeflogen. Hier kommen Farbe. Und die Tiere, ich muss lügen, wie alt sie sind. Ich schreibe es, denke ich, mal hin. Was hier an der Scheibe ist, ist außen vom Abwischen. Die kriegen Farbe. Blau, rot, bunt. Alles. Und wenn ich jetzt hier mal meinen Finger bei diesen Burschen daneben halte, seht ihr, wenn es scharf wäre, dass sie schon ganz schön groß sind. Also zwischen 1,5 und 2 Zentimetern haben die Tiere jetzt inzwischen. Und die sind mal richtig krass gewachsen. Ich glaube, die sind erst 9 Wochen alt. Die haben heute noch nichts zu fressen gekriegt, weil ich die jetzt erstmal an das neue Becken gewöhnen lassen wollte. Und die sollten natürlich auch ein bisschen erkunden und dann jetzt nicht mit vollen Magen rumliegen, die füttere ich gleich im Anschluss. Und dieser Wurf ist tatsächlich, glaube ich, schneller vom Wachstum her als der Crowntail-Plakatwurf. Kann auch daran liegen, dass Crowntails allgemein langsamer wachsen. Ich würde zumindest sagen lassen. Ich habe ja noch nie einen Crowntail-Wurf gehabt. Doch, vor 12 Jahren hatte ich mal einen. Okay, das ist auch schon ein bisschen länger her, da war das sowieso noch nicht so professionell ausgereift, sage ich jetzt mal. Die Tiere haben jetzt hier, wie ihr seht, mehr Pflanzen. Ich habe hier noch eine Anubia reingemacht. Glaube, der Wels ist auch noch drin. Natürlich sieht man jetzt hier nicht mehr auf den ersten Blick alle Fische, aber das sind jetzt 25 Liter, beziehungsweise diese Standard-Trick. Becken 30 mal 20 mal 20, glaube ich. Die sind halt wesentlich besser geeignet für Aufzucht, auch für einen Ansatz von Zuchterfolgen. Und da können ja schon noch ein paar mal kommen, ne? Entschuldigung. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ist definitiv besser in der Größe. Ihr seht, ich habe hier noch Blätter reingeschmissen. Die Pflanzen haben natürlich immer noch diese hässlichen Unratsachen dran, aber das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Ich habe jetzt hier auch provisorisch erstmal Platten drauf, weil mein Deckel von dem Becken, was ich vorher drauf hatte, von dem 60er Standardbecken, ist kaputt gegangen. Deckel mit Licht. Aber in der Größe, beziehungsweise wenn jetzt hier die Sonne so reinfällt, ihr seht es ja, also sie fällt nicht direkt aufs Becken, sondern so rein, da ist das wesentlich besser so, wenn die auch natürlich das Licht abkriegen. Ich habe oben nur eine kleine LED-Leiste. Ist natürlich auch stromsparender bei den Heizkosten, die man hier hat. Ich fasel schon wieder so ein bisschen aus der Reihe. Ihr merkt es, aber ich bin sehr zufrieden jetzt mit meinem Ergebnis hier in dem 25-Liter-Becken. Und Entschuldigung, und habe hier wirklich sehr tolle Nachzuchten. Das seht ihr, wenn ihr auf das Video geht von den Crowntails, von den roten. Die sind jetzt 3 Monate alt und ich habe da schon die ersten separiert. Genau, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und würde mich über einen Daumen nach oben, Kommentar, Besuch auf meiner Webseite etc. freuen. Ciao!